Ich möchte kurz unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen. Mit zweien haben wir auch schon vor knapp 4 Monaten ein bisschen georakelt über den Ausgang der Wahl beim Fest der Linken Anfang Juni hier in Berlin. Zwei waren damals nicht dabei, aber wir wollen nicht die Debatte nahtlos fortsetzen, sondern sie wirklich mit einem etwas anderen Fokus führen. Tom Strohschneider ist sozusagen ja hier mit zu Hause, nicht unmittelbar in diesem Raum, aber im Gebäude hier, Chefredakteur des Neuen Deutschland. Herzlich willkommen. Katrin Rönicke ist vom FAZ-Blog Wostkinder. Vielleicht können Sie ganz kurz dazu etwas sagen, weil das möglicherweise nicht jeder und jedem etwas sagt. Ja, das ist ein Blog unter dem Dach der FAZ, genauer gesagt beim Feuilleton angesiedelt. Und zusammen mit Marco Herak reflektiere ich so ein bisschen die eigene Geschichte. Also ich bin 89 noch vor der Wende von Osten in den Westen gegangen und aber auch daraus einhergehend diese unterschiedliche Prägung, sage ich mal. Also sowohl eben sozialistisch geprägt zu sein, als auch dann im Kapitalismus aufzuwachsen und beides irgendwie so ein bisschen, kennengelernt zu haben und aber auch sich dagegen abzugrenzen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Andrea Dernbach hat mit uns diskutiert beim Fest der Linken vor 4 Monaten vom Tagesspiegel. Und wir haben schon festgestellt, wenn wir nicht genug Kontroversen haben, dann werden wir über positive Merkel-Bilder hier vielleicht auch diskutieren. Herzlich willkommen. Und Stefan Reinicke von der Taz, regelmäßiger Kommentator und Beurteiler, auch der Linkspartei und sozusagen möglicher Mitte-Links-Option oder rot-rot-grüner Option, auch herzlich willkommen. Ja, im ersten Schritt natürlich irgendwie die Frage, die Linke steht wie ein gefühlter Sieger da. Das ist ja von den Zahlen auf den ersten Blick ein bisschen überraschend. Die Linke hat ein Viertel ihrer Wählerinnen und Wähler gegenüber 2009 verloren, immerhin noch rund 400.000 Stimmen weniger bekommen als 2005. Ist relativ gesehen auf dem gleichen Niveau für 2005. Sie ist natürlich eine Siegerin der Wahl so gesehen, als sie die drittstärkste Partei ist, möglicherweise die stärkste Oppositionspartei und weil sie sicherlich davon profitiert, dass zwei Parteien definitiv herbere Niederlagen eingesteckt haben, insbesondere die FDP, aber auch die Grünen. Also wie ist dieses Ergebnis der Linken eigentlich jenseits jetzt dieses gefühlten Sieges ein bisschen einzuschätzen? Vielleicht Tom Strohschneider, magst du beginnen, weil das war heute auch Gegenstand eines Artikels von dir. Ja, also man kann, glaube ich, sagen, das Glas ist halb leer und nicht halb voll. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Die doch ja sehr, sehr deutlichen Zweitstimmenverluste sind da nur ein Beleg für. Eine nicht unbeträchtliche Zahl Direktmandat ist verloren gegangen. Ich glaube, man muss in den nächsten Tagen und Wochen sich dieses Wahlergebnis nochmal sehr, sehr genau angucken. Es gibt ja ganz spannende Einzelergebnisse, dass eine Linkspartei mal einen Hamburger Stimmbezirk an Zweitstimmen gewinnen würde. Mir war dieser Kiez bisher nicht bekannt, aber hätte ich auch vorher nicht gedacht. Es gibt doch relativ deutliche Zuwächse in hessischen Wahlbezirken. Das hat sicherlich mit der Hessenwahl, die parallel stattfand, zu tun. Die Linkspartei hat ganz gravierend bei Gewerkschaftsmitgliedern verloren, mit fast 7%. Ich glaube, dass sich daraus nicht nur innerparteiliche Kontroversen entwickeln werden über die Frage, was ist sozusagen der eigentliche profilbildende Ansatzpunkt für Politik, sondern da wird natürlich mit Blick auch auf, werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen, Fragen der Bündnispolitik eine spannende Diskussion. Sicherlich muss man an der Stelle auch nennen zumindest, dass es der Partei doch ernste Fragen stellen wird, dass relativ viele ehemalige linken Wähler zur AfD gegangen sind. Ich bin mal auf die Bruttozahlen dann gespannt, weil diese Geschichten, die ganz am Anfang an Zahlen veröffentlicht werden, sind vielleicht doch noch nicht so genau, aber da muss man dann auch sehr genau hinschauen. Auch mit Blick darauf, dass die nächsten spannenden Wahlen eher ein ganzer, so eine Art Großkampftag ist. Ja? Also 10 Kommunalwahlen und eine Europawahl. Und da fliegt sozusagen der Ansatzpunkt auch für linker Politik auf zwei ganz unterschiedlichen Gefährten, also europapolitisch oder kommunalpolitisch. Verankerung vor Ort, Kümmererpartei oder Partei, die eben an großen krisenpolitischen Konfliktlinien sich abarbeitet. Ich glaube, es wird nicht nur eine Entscheidung für eins von beiden geben, sondern man muss dann dialektischen Ausgleich finden. Aber unterm Strich
dass jetzt gesagt wird, dass dieses Wahlergebnis ein Erfolg ist, ist mit Blick auf andere Parteien berechtigt, sollte aber nicht davor, nicht daran hindern, jetzt eine Aufarbeitung zu machen, die anders losgehen müsste, als sie in den ersten Äußerungen, die man aus dieser Partei bereits gehört hat, stattgefunden haben. Es bringt gar nichts, jetzt sich gegenseitig vorzuhalten, wer da den Größten hat, sondern die Partei hat es zusammen geschafft, sie hätte zusammen verloren und die Herausforderung kann sie nur zusammen bewältigen in Zukunft. Ich nutze das natürlich, um hinzuweisen auf die Wahl, die Nachtwahlanalyse oder der Rosa-Luxemburg-Stiftung federführend Horst Kahrs zusammen mit Conny Hildebrandt und Benjamin Hoff, die auch fortgeschrieben wird und wo wir auch versuchen, sozusagen aus dem ersten Datenmaterial zu weiteren Einschätzungen zu kommen. Frau Dernbach, sozusagen die Linke auch eine Verliererin, die das nur gut getarnt hat oder eigentlich wirklich so eine kleine Siegerin? Also auch auf die Gefahr hin, jetzt sozusagen schon zur zweiten oder dritten Frage überzugehen, die Sie wirklich vorbereitet hatten. Ich finde, es ehrt Leute, die, sagen wir mal, im Milieu sind oder die hier im Hause zu Hause sind, wie Sie, Herr Strohschneider, dass Sie davon sprechen, dass es tatsächlich ein Verlust ist und auch wo der stattgefunden hat, das muss man analysieren. Nur für die Bürgerinnen und Bürger, die gewählt haben, also beispielsweise für mich, ja, ich gucke mir einfach an, wie der Kuchen, die Torte nach der Wahl aussieht. Und da sehe ich eine linke Mehrheit, ja? Wenn man die SPD noch zum linken Spektrum, wenn man die Grünen ganz und gar da verorten will. Und da frage ich mich dann schon, ich habe heute Abend tatsächlich noch mal vor der Veranstaltung nachgeguckt, aber da habe ich es nicht vielleicht doch nur geträumt? Wir reden über eine schwarz-grüne Koalition, wir reden über eine große Koalition, sogenannte große. Ich habe noch mal nachgeguckt, also in der Tat in Hessen wie im Bund ist das linke Lager stärker als das rechte. Und da ist das, was Sie intern machen, ist völlig okay. Oder was die Partei, Sie sind ja nur ein Journalist, wir sind Kollegen, was die Leute im Milieu oder in der Partei machen, finde ich sehr anständig, da nicht zu sagen, oh prima, wir sind nochmal davon gekommen, sondern sich das anzusehen. Aber für die Leute, für uns, das Wahlvolk, we the people, stehen eigentlich andere Dinge im Vordergrund. Danke, Stefan Reinicke. Die Leserinnen und Leser der Taz wählen, glaube ich, zum zweitgrößten Teil Linke, wenn ich das richtig sehe, zum größten Teil Grüne. Wie ist sozusagen die Einschätzung zum erstmal noch zur Linken selbst, bevor wir dann zur Frage politischer Optionen kommen? Ja, ich sehe es im Tenor vielleicht so ähnlich wie Tom Strohschneider, aber ich würde ein bisschen anderen Fokus wählen. Also diese 11,9% von 2009 kann man natürlich nicht ernsthaft sozusagen zu dem machen, woran sich die Linkspartei messen sollte. Das war eine Wahl gegen eine große Koalition, bei der damals die FDP und die Linkspartei ganz stark gewonnen haben. Und das ist was Spezielles, eine Wahl mit einer großen Koalition in der Regierung. Die Linkspartei hatte ja in diesen Umfragen, teilweise auch bei den Wahlen im Westen, Landtagswahlen, eine ganze Hagel von verlorenen Landtagswahlen im Westen, also nicht nur Umfragen, ein wirklich schlechtes Standing. Und dafür ist dieses Ergebnis natürlich außerordentlich gut. Ja. Die Frage ist, warum ist es außerordentlich gut? Und da würde ich sagen, die Linkspartei hat ein bisschen Glück gehabt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hatten wir einen Wahlkampf, bei dem die SPD und die Grünen komplett auf das Thema soziale Gerechtigkeit gesetzt haben, um einen Unterschied zu Merkel zu markieren. Bei Europa ging das nicht, weil die eigene Basis der SPD da nicht mitgegangen wäre, soziale Gerechtigkeit aber sehr wohl. Und das wiederum ist natürlich das Kernthema der Linkspartei. Zum Zweiten haben wir die Situation gehabt, dass auch die Anhänger von SPD und Grünen nicht ernsthaft an Rot-Grün geglaubt haben. Es war ja ein Lagerwahlkampf ohne Lager. Da gab es ja keine Augenhöhe, es gab auch keine Machtoption. Das heißt, deswegen war es am Ende im Grunde genommen Tüte, ob ich Grüne wähle, SPD oder Linke. Ja, dieses Erpressungsargument, also was zum Beispiel in Hessen Schäfer-Gümbel versucht hat zu spielen gegen die Linke, ja, wenn ihr Linke wählt, kriegt der Bouffier, das gab es ja auf der Bundesebene gar nicht. Und ich glaube, das sind sozusagen die Stellschrauben, die Motive, was da reingeflossen ist, warum es jetzt so ein relativ gutes Ergebnis für die Linkspartei gegeben hat. Steinbrück hat ja teilweise geklungen wie Lafontaine. Ja. Und dann haben sich die Leute einfach naheliegenderweise gedacht, na, dann kann man ja gleich das Original wählen. Ja. Also diesen Effekt gab es auf der einen Seite, auf der anderen vielleicht auch ein paar taktische Wähler, die gesagt haben, okay, große Koalition, dann wähle ich SPD, damit die da stark sind.
Aber diese knifflige Situation sozusagen über 5% oder nicht über 5% oder man verhindert damit Rot-Grün, die gab es bei dieser Wahl nicht. Und das ist ein Spezifikum dieser Wahl. Wenn wir jetzt ein bisschen länger schauen, sozusagen das Wahlergebnis, also die Linke hat jetzt dreimal hintereinander 8,7, 8,6, 11,9%, also 11,9 dazwischen, nicht jetzt, bekommen. Aber sozusagen, wie würden Sie das sehen? Ist das sozusagen auch Ausdruck einer Normalisierung? Das ist ja sozusagen eine Lesart, die Linke selbst vorgibt, angekommen. Oder also jetzt vielleicht mal jenseits kurzfristiger arithmetischer Fragen, sozusagen, was sagt das vielleicht auch über die Funktion der Linken aus, über ihre Verankerung, ihren Platz in der Gesellschaft? Ich glaube, das ist total schwer, daraus jetzt irgendwelche Schlüsse in diese Richtung zu ziehen. Also ich sehe zwei Argumente, die dagegen sprechen, dass sie angekommen sind. Das erste bringt die Linkspartei selber. Sie hat im Wahlkampf plakatiert, der Osten wählt rot, klar. Und das hat mich ehrlich gesagt gerade auch als Wostkind ein bisschen geärgert, dass jetzt doch wieder auf diesen Ost-West-Unterschied gesetzt wird und dieses, ja, da sind wir ja doch verankert, da kommen wir her. Dummerweise spielt das eben auch mit genau dem Argument, das gegen die Linkspartei verwendet wird. Also das muss man sich auch ein bisschen überlegen. Es ist ja immer noch so, dass die Linkspartei bei allen anderen Parteien, das hat man vor der Wahl gesehen, das hat man nach der Wahl noch viel deutlicher gesehen, das Schmuddelkind ist, mit dem keiner spielen will. Und das kommt aus dieser Geschichte, die sie hat, wo dieses, ja, das ist die ehemalige SED-Partei und so weiter, das wird immer wieder hervorgekramt, immer weiter getragen und das hat sich nicht normalisiert. Und das dann auch noch selber mitzubespielen, ist vielleicht nicht so klug gewesen. Und der zweite Punkt ist eben jetzt in der Reaktion zu sehen, dieses Nein, mit denen können wir auf keinen Fall koalieren, wo wir auch schon gleich bei den bei den Machtspielen sind, wie sollte jetzt koaliert werden, wie vielleicht nicht. Und ich finde, da ist ganz deutlich geworden, dass dieser Wahlkampf, der ja wirklich stark auf soziale Themen gesetzt hatte, plötzlich keine Rolle mehr gespielt hat, sondern dann wird immer gesagt, wegen der Außenpolitik, wegen der Wirtschaftspolitik, wegen der EU-Politik geht es auf gar keinen Fall. Auf die Sozialpolitik kommt es plötzlich nicht mehr an. Würde man die Sozialpolitik als Maßstab nehmen, wie es im Wahlkampf gemacht wurde, müsste man nämlich genauso klar sagen, ja, sozialpolitisch dürften wir eigentlich den demokratischen Anstand, von dem jetzt alle reden, müssten wir das ein bisschen kritischer sehen und nicht mit der CDU so offen reden, wie das Grüne und Grüne und Rote jetzt tun wollen. Von daher, es ist einfach total schwierig. Ich frage mich auch, was eigentlich noch passieren muss. Also was müsste jetzt die Linkspartei noch tun? Muss es eine stärkere Aufarbeitung der eigenen Ostgeschichte sein, eine starke Positionierung, vielleicht das Wort Sozialismus irgendwie mal anpacken? Ich glaube, das hängt noch so ein bisschen nach. Sozialismus wird von allen anderen Parteien als Schimpfwort benutzt. Keine Ahnung, aber ich glaube, hier ist noch unglaublich viel Arbeit vor der Linkspartei, um wirklich irgendwann sagen zu können, ja gut, wir sind jetzt angekommen. Wir haben jetzt erfreulicherweise Widerspruch und den wollen wir dann gleich zweimal auch einbringen. Ja, mir kommt das Bild, was Sie gerade gezeichnet haben, nicht komplett vor, das ist ein bisschen schief. Weil ich glaube nicht, dass das wirklich noch der Punkt ist. Ist der Osten die Vergangenheit, Staatspartei, SED und so weiter, ist das der springende Punkt, warum die SPD sich so verhält zur Linkspartei nach wie vor? Ich habe nicht den Eindruck. Sondern das spielt im Westen vor allem. Die SPD, und ich glaube, das ist das Kernproblem sozusagen dessen, was in den nächsten 10, 15 Jahren an Politik in Deutschland möglich sein wird oder auch nicht, spielt in dem Verhältnis von Linkspartei und SPD. Wenn sozusagen das, was wir jetzt haben, so weitergeht, wird es sozusagen diese Lähmung, diese Selbstlähmung im linken Lager bleiben. Und dieses Problem scheint mir zu sein, von beiden Seiten kann man es, ich glaube, so beschreiben, dass von Seiten der SPD es einen Blick gibt in der Partei, in der Mitte, bei den Seeheimern, bei den Netzwerkern, bei der PL weniger, aber da teilweise auch, dass die Linkspartei, und zwar insbesondere im Westen, so eine Art
nicht, im Grunde nicht legitim ist. Ja? Dass es so eine Abspaltung der SPD ist, wie es schon mal gab mit der USPD, die aber im Grunde genommen Fleisch von unserem Fleische sind und deswegen bekämpfen wir sie. Und deswegen hat die SPD diese Politik gefahren, Bündnisse im Osten nur sozusagen unter SPD-Führung, im Westen gar nicht. Und das ist dieser Ausschluss gewissermaßen hat mit dem Selbstverständnis der SPD zu tun, auch mit der Geschichte, aber auch damit, dass sozusagen der Alleinvertretungsanspruch für eine Partei der linken Mitte reklamiert wird und man gewissermaßen die Existenz der Linkspartei langfristig nicht anerkennt. Auf der anderen Seite gibt es von der Linkspartei, der SPD gegenüber so einen Gestus, dass man die behandelt wie so einen Schwererziehbaren oder wie so einen Alkoholiker, der immer rückfallgefährdet ist und wo man aufpassen muss. Ja? Kaum guckt man nicht hin, schon wieder Hartz IV oder so. Ja? Und das sind natürlich beides denkbar schlechte Ausgangspunkte für eine produktive politische Zusammenarbeit, die natürlich, wenn sie produktiv sein muss, einen ganz anderen Charakter haben muss, nämlich den einer Arbeitsteilung. Und das allererste, was gewissermaßen, also die Voraussetzung für jede politische Zusammenarbeit im Bund ist, ist, dass man gewissermaßen den anderen, wie in einer Beziehung, als anderen erstmal anerkennt und nämlich dauernd erzählt, dass er eigentlich verschwinden muss oder ganz anders werden muss. Das ist aber keine Beziehung, Stefan, das ist eine Machtgeschichte. Ja. Ja? werden dazu, aber das ist eigentlich keine gute Entwicklung. Ich finde es auch rührend, dass du immer noch was Gutes oder was zu Verstehendes an der SPD findest. Ich glaube, es ist einfach schier irrational. Und das, was die Kollegin Rönnicke sagte, das stimmt ja nur noch unter der Käseglocke Berlin, die Schmuddelkinder. Das Wahlverhalten hat es anscheinend, du hast ja eben gerade sehr gut gesagt, dass es eigentlich ein gutes Ergebnis ist. Die Wählerinnen und Wähler hat es nicht beeindruckt. Und wenn man sich anguckt, was der Grund dafür ist, glaube ich, liegt der auf der Straße, weil das Thema Soziales auf der Straße liegt. Also wenn du sagst, Peer Steinbrück klang wie La Fontaine, ich habe einen Augenblick gezuckt und dachte, das habe ich gar nicht gehört. Du hast recht, du hast vollkommen recht, nur das war überhaupt nichts. Also für mich war es zum Beispiel nicht zu hören, weil ich den Typ immer sah. Und ihn kenne, ja, und ich denke, das ist auch anderen so, das war absolut unglaubwürdig, ja, es war absolut unglaubwürdig. Und solange dieses Thema auf der Straße liegt, ja, und es keiner außer der Linken aufnimmt, die Linke, wie glaubwürdig sie ist, wird man erst feststellen, wenn sie mal in der Regierung ist, aber sie konnte sich bisher noch nicht blamieren im Bund, ja, solange ist die Linke, denke ich, für Leute, die denen das Thema wichtig ist, ich glaube, das werden immer mehr, vielleicht auch hier auf dem Podium, oder? Denen ist das, die haben wenig andere Möglichkeiten. Ja? Also ich glaube, diese Schmuddelkindergeschichte, die stimmt nur noch für den Elitendialog hier in Berlin. Dem würde ich widersprechen. ja, und zwar meine eigene Mutter und auch viele andere Menschen im Osten, die denken noch so. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Die würden sich eher eine Hand abpacken, als die wirklich als die Linkspartei zu wählen, weil das ist für die Nachfolgepartei der SED, wirklich. Aber was wählen die dann, wenn sie eigentlich zur Klientel... Ja, das ist dann sehr schwierig. Also das ist wirklich dann für die teilweise, weiß ich nicht. Also es gibt eben im Osten, der Osten ist da nämlich gespalten. Das ist nämlich gar nicht so klar, wie der Osten wird rot klar, sondern der ist da extrem gespalten. Die einen, das ist mein Opa zum Beispiel, die wählen... haben früher schon immer die SED gewählt und waren da in der LPG-Vorsitzende und so weiter und sind jetzt halt bei der Linkspartei. Ne? Machen halt einfach das Gleiche weiter und so kennen wir ja, also das ist ja diese Generation, diese alten Menschen, wo da ja auch jetzt immer mehr drüber gesprochen wird, die Linkspartei schrumpft, weil die langsam sterben. Aber das gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich wirklich Menschen, die da sehr nachtragend sind. Und das sind nicht nur die Generation meiner Mutter, auch jüngere Menschen, die das Gefühl haben, und das muss man vielleicht wirklich ernst nehmen, dass die Aufarbeitung und auch die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte innerhalb der Partei noch nicht zu Genüge passiert ist. Jetzt würde ich erstmal Tom Strohschneider das Wort geben und dann aber kurz auch man könnte jetzt zu ganz vielen Sachen was sagen. Ich versuche mal drei Punkte. Also die Sache mit der Vergangenheit der Linkspartei. Also man könnte auch die These vertreten, dass andere Parteien, wenn die sich genauso viel mit ihrer eigenen Vergangenheit kritisch beschäftigt hätten, sagen wir mal, ein anderes moralisches Standing hätten, der von der Linkspartei immer zu verlangen, sie müsse sich über ihre Vergangenheit beschäftigen. Punkt 1. Punkt 2.
Ich weiß nicht, ob man die Stimmenverluste, bleiben wir mal ruhig beim Wahlergebnis 2013, damit erklären kann. Also wenn die im Westen, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, irgendwie 1 Million Zweitstimmen verlieren, zum größten Teil an die SPD zurück, dann müsste sich ja die Frage stellen, warum haben die dann 2009 trotz der Vergangenheit der Linkspartei die SPD gewählt und jetzt nicht mehr? Das lässt sich sozusagen mit einer historischen Aufarbeitungsbrille oder so nicht mehr erklären. Dritter Punkt, eigentlich ein Widerspruch. Stefan, du sagst, der Wahlkampf war stark von Thema sozialer Gerechtigkeit geprägt. Ich habe das auch nicht mitbekommen. Na klar, wir lesen jetzt so Wahlprogramme und wir sitzen dann auf den Pressekonferenzen, da wird ganz viel erzählt und plötzlich wollten alle diese Strompreisbremse. Die Frage war, wird die links oder rechts vom Fahrersitz angebaut? Die Frage, natürlich Mindestlohn ist jetzt ein ganz großes Thema und so weiter und so fort. Aber der Wahlkampf, der bei den Leuten ankommt, also bei diesen 61 Millionen, die berechtigt gewesen wären, es hat nur ein sehr kleiner Teil, da müssen wir auch mal drüber reden, wenn wir von Mehrheiten und von Lagern und so weiter sprechen, die haben sich über die verschiedenen Farben der Kette von Frau Merkel, den zahllosen Steinbrück, Fettnapf, Wanderung und diversen anderen Krimskrams unterhalten. Es gab zwei Themen, die im Wahlkampf eigentlich keine kontroverse Rolle spielten. Das war die Europolitik, da geht es um Krise, da geht es darum, wie europaweit die sozialen, die Kosten der Krise verteilt werden. Und es geht um die 10, 12, 15 Millionen, ich sage dieses schlimme Wort, Abgehängten. Über die wurde nicht gesprochen. Ich würde sagen, nein, also vielleicht habe ich nicht richtig zugehört. Und ich glaube, dass die deshalb auch nicht zur Wahl gegangen sind, erneut. Also wenn wir am Ende die Wahlbeteiligung genauer analysieren können, weil uns Zahlen vorliegen, werden wir feststellen, dass bei einer leicht erhöhten Wahlbeteiligung die Wahlverweigerung unter denen, die klassenpolitisch abgehängt sind, wahrscheinlich wieder gewachsen ist. So, und darauf, vierter Punkt und dann auch Schluss erstmal, das ist der Ansatzpunkt für das, was du sagst, Stefan, mit der Arbeitsteilung. Wenn man über ein Mitte-Unten-Bündnis redet, dann muss man sich die Frage stellen, wie man 10, 12, 15 Millionen Menschen in sowas wie politische Selbstermächtigung wieder zurückholt. Weil es am Ende gar nichts bringt, wenn man die Mehrheit der Mandate hat. Das ist gut, das ist für machtpolitische Fragen gut, das ist für Gesetzesbeschlüsse gut, aber es ist keine gesellschaftliche Mehrheit. Und eine, ich sage es jetzt mal, Linksregierung, da wird es sicherlich Widerspruch geben, weil nicht alle der Meinung sind, dass die SPD und die Grünen links sind, braucht eine gesellschaftliche Mehrheit, weil die nur eine Linksregierung sein kann, wenn sie Dinge tut, für die es eine gesellschaftliche Mehrheit braucht. Da muss es Leute geben, die dafür demonstrieren, dass die Regierung etwas durchsetzt. Ich dachte eben, ich höre einen rechten italienischen Sozialdemokraten sprechen. Entschuldigung, Herr Strohschneider. Es gibt den Vatikan und die Reste von der Democrazia Christiana, wer weiß. Also natürlich ist es gut, wenn eine Regierungspolitik von der Gesellschaft getragen wird. Aber es tut mir leid, ja. Die Leute, die sich leider abgehängt fühlen und deswegen glauben, schon gar nichts mehr ändern zu können, auch da spielt vielleicht Dialektik eine Rolle. Ja? Machen wir doch mal Politik für die und gucken wir mal, ob die wiederkommen. Ja? Gucken nicht, was der Vatikan sagt. Ja, mal gucken, auf die Gefahr hin, auch als rechter Sozialdemokrat geoutet zu werden. Noch eine Anmerkung zum Wahlkampf oder zur Arbeitsteilung. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass das ein Wahlkampf war, der sich sozusagen, es gibt 75% der Leute sagen, ihre eigene wirtschaftliche Situation ist gut. Ja, da kann man sagen, das ist Manipulation, das stimmt ja gar nicht, aber das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass die Leute das über sich selber sagen. Und 25% sagen es nicht. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dieser Wahlkampf dreht sich irgendwie, sendet eher an diese unteren 25%. Ja. Das war Mindestlohn, das war Mietpreisbremse, das war Mindestrente, sozusagen die Themen, die ja die Linkspartei zum Glück überhaupt auf die Agenda gesetzt hat, die haben diesen Wahlkampf bestimmt. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass das der Linkspartei gewissermaßen am Schluss irgendwie genützt hat. Ja? Und gleichzeitig ein Problem war, dass die Leute, die sagen, ist doch okay, bei diesem Merkel-Ding waren, uns geht's doch gut, wo ist denn das Problem? Wir müssen uns einfach alle anstrengen, dann bleibt das so. Und Griechenland, who cares? Also das war sozusagen das, was Merkel gesendet hat und womit sie 42% bekommen hat. Also so würde ich den Wahlausgang deuten. Zum Zweiten, zu der Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz.
die Zahlen sind irgendwie so, das war immer das mit Abstand unbeliebteste Bündnis, wenn man nach Bündnissen fragt, eben aus, das speist sich aus sehr vielen Gründen, zum Teil Vergangenheit, zum Teil DDR. Es gibt im Westen noch relativ viele Leute, in Berlin ist das irgendwie unvorstellbar, im Westen gibt es sehr viele Leute, die sagen, die Linkspartei ist irgendwie aus dem Osten, brauchen wir nicht. Ja? In Niedersachsen-Wahl waren es, glaube ich, irgendwie 60%, die das so sehen. Ja? Und wie stellt man eine gesellschaftliche Akzeptanz her? Interessanterweise ist sie jetzt sozusagen in diesen Umfragen, ist jetzt Schwarz-Grün zum Beispiel wesentlich unbeliebter als Rot-Grün. Ja? Das heißt, es ist sozusagen eine Entwicklung da, die positiv ist für so ein rot-rot-grünes Projekt und auch für die Linkspartei. Diese Ausgrenzungsmechanismen, die sind nicht mehr so massiv, ja, nicht mehr so gusseisern, wie sie früher mal waren. Und ich glaube, wie kann man es verändern? Durch Politik. Ganz einfach. Also ich erinnere mich, als die Linkspartei, die PDS in Berlin regiert hat, rot-rot, ja, da gab es ja noch immer Leute, die in Zehlendorf dachten, jetzt kommen die Russen, ja. Die kamen aber nicht. Dann kam nur Gregor Gysi und dann verschiedene irgendwie politische Entscheidungen, über die man auch geteilter Meinung sein kann im Nachhinein. Und dann ist 10 Jahre lang ganz gemütlich regiert worden in Berlin. Ja? Über die Schattenseiten dieser Regierungspraxis kann man auch reden, aber was erstmal passiert ist, ja, und es passiert meiner Ansicht nach nur so, ist, dass durch Regieren die Leute merken, okay, das ist das. Ja, da passiert nicht was ganz Schreckliches, sondern das bewegt sich sozusagen im Rahmen von reformistischer Kontinuität. Und ich glaube, das ist der Zielpunkt, wo wir hin müssen, wenn wir über ein linkes Reformprojekt für dieses Land reden. Also vielleicht können wir ganz kurz noch eine Sache sagen, und zwar, wenn wir schon beim Wahlkampf sind, ich habe in Vorbereitung auf dieses Podium hier letzte Woche dann wirklich jede Talkshow mitgenommen, die es vor der Wahl gab. Das mache ich sonst nie. Ja? Also ich habe das extra gemacht, weil ich habe gesehen, wir sitzen hier auf diesem Podium in einer linken Filterbubble. Ja? Und Ihr Beitrag war gerade schon sehr Signal dafür, weil was Sie gesagt haben, ist nicht vorgekommen in diesen Talkshows. Obwohl da natürlich auch eine Sarah Wagenknecht saß oder ein Gregor Gysi. Das waren die absoluten Außenseiter dort, und zwar nicht nur politisch, also nicht nur von den anderen Diskutanten her, sondern auch von den Journalisten her. Die werden auch von Journalisten so behandelt. Die werden, es wird von Journalisten, und das war auch bei der Berliner Runde nach der Wahl so, wurde gesagt, ja, Sie haben ja sicherlich auch deswegen ein paar Stimmen verloren, weil Sie ja immer so tun, als ob es in Deutschland allen schlecht ginge. Dabei ist das ja gar nicht so. Also das ist wirklich so ein ganz, ganz steter Grundtenor, dass die Linkspartei die sind, die alles nur schlecht reden, obwohl es ja in Wirklichkeit alles total super ist in Deutschland. Und der Merkel-Wahlkampf hat genau darauf auch gesetzt. Und man hat gesehen, es war nicht nur die Linkspartei, sondern alle kleinen Parteien haben bei dieser Wahl Stimmen verloren. Das heißt, auch das ist so für mich so ein Hinweis auf diese Mediendemokratie, die vielleicht man viel mehr noch mal auch mal ins Fernsehen gucken müsste, was da eigentlich stattfindet, mit Kanzlerduell, wo die anderen Parteien gar nicht vorkommen. Auch das hat meiner Meinung nach eine Rolle gespielt, dass die großen Parteien eher zugelegt haben und die kleinen untergegangen sind, weil es wurde ganz stark inszeniert als dieses Kopf-an-Kopf-Ding oder dieses Gegeneinander-Antreten von Merkel und Steinbrück. Die Frage, die jetzt sozusagen ein bisschen auf Widerspruch stieß bei Tom Strohschneider, ich würde sie aber noch mal ein bisschen umdrehen. Also vielleicht braucht man nicht unbedingt, wenn man etwas verändern will, vielleicht ist das auch ein sehr idealistischer Politikansatz, ein breites Getragenwerden. Aber zumindest, so habe ich auch den Beitrag von Stefan Reinicke verstanden, ist es schwer, gegen eine sich breit formierende Widerstandsfront in Anführungszeichen so etwas zu machen. Also es muss, ich glaube, die Erwartung, die es 98 bei manchen noch gab, ein rot-grünes Projekt, wo also wirklich etwas Gemeinsames, was über die Arithmetik hinausgeht, davon hat man sich relativ stark verabschiedet. Aber mir scheint doch, dass irgendwie eine Voraussetzung, wenn man überhaupt über so etwas reden will, muss natürlich ein Vorrat an Akzeptanz in der Gesellschaft, an Gemeinsamkeiten, an Funktionen, zum Beispiel gegenüber den sogenannten Abgehängten sein. Und das scheint mir ehrlich gesagt im Moment sehr schwierig erkennbar zu sein. Nun haben wir diese Runde genannt, was ändert die Linke? Und jetzt haben wir ein paar Themen benannt,
wo ja zumindest aus parteipolitisch linker Sicht die Argumentation wäre, sie hat viel bewirkt. Sie hat ein Thema wie Mindestlohn über 8 Jahre hinweg auf die Agenda gesetzt und zumindest über zu Teilerfolgen geführt. Bei anderen Politikfeldern wie Hartz IV ist das deutlich schwerer auszumachen. Bei Afghanistan kann man streiten, ob es die Linke war oder nicht eher die Entwicklung in Afghanistan selbst. Aber im Ergebnis scheint es sozusagen eine Bestätigung zu sein. Das heißt, vielleicht nochmal zu diesem Punkt zurückkommen, sozusagen, was hat die Linke verändert und was wäre ihre Funktion in den nächsten 4 Jahren in Vorbereitung auf ein mögliches rot-rot-grünes Projekt oder aber in Bezug auf die von Tom Strohschneider angesprochenen abgehängten Wählerschichten. Denn da auch noch eine kurze Anmerkung, wenn jetzt so erleichtert aufgenommen wird, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist, dann ist es ja ein minimaler Schritt und es bleibt meines Wissens die zweitschlechteste in der Geschichte der Bundesrepublik. Also wir reden über Maximalkonsolidierung auf sehr niedrigem Niveau. Ja, ich schon wieder. Was hat die Linkspartei erreicht, ist, glaube ich, das, was Gysi immer sagt, hat er recht mit. Die Linkspartei hat eine unglaublich wichtige Funktion im deutschen parlamentarischen System, indem sie die Themen, die die anderen so ein bisschen igitt finden oder problematisch finden oder außenpolitische Verantwortung, in einer deutlichen Art und Weise oppositionsformuliert und das überhaupt zur Sprache kommt. Und man kann wirklich darüber spekulieren, ob ohne Linkspartei zum Beispiel wirklich wir so eine Diskussion um Mindestlohn, der irgendwie kommen wird, hätten oder nicht. Insofern ist die Linkspartei als Oppositionskraft im Bundestag und auch als eine Partei, die noch eine Ansprache hat für dieses immer wieder erwähnte untere Fünftel, ein wichtiger Kernbestandteil, würde ich sagen, des bundesdeutschen Parlamentarismus. Was muss passieren? Ich glaube, wenn es so weitergeht wie seit 2005, und 2005, kann ich mich erinnern, habe ich auch schon in so einer Runde gesessen oder so ähnlich, da hieß es, ja, jetzt ist es irgendwie schwierig mit Lafontaine, aber 2009 läuft es irgendwie. Und 2009 nach der Wahl hieß es, ja, jetzt ist es gerade nicht so, aber 2013 ist eigentlich schon eingebucht. Ja? Und jetzt heißt, ja, jetzt ist es irgendwie, geht es gerade nicht, aber 2017, das ist eigentlich klar. Was bleibt, ist diese völlige Selbstlähmung des linken Lagers. Ja. Und was muss passieren, damit man da rauskommt? Also ich glaube, nochmal zurückgehen auf das, was ich vorhin gesagt habe, das Erste ist gewissermaßen Akzeptanz. Die SPD muss verstehen, es gibt keine rot-grüne Mehrheit in Deutschland. Das ist nicht was jetzt gerade dumm gelaufen ist, sondern die gibt es strukturell nicht. Die gab es im Grunde genommen nur einmal 1998 bei der Kohlabwahl. 2002 war schon eine andere Wahl, da ist die PDS irgendwie rausgeflogen, sonst hätte es die auch nicht gegeben. Und danach gibt es Rot-Grün mit ungefähr 35%, 36%, 37% nie mehr. Und das liegt daran, weil das, was sozusagen Schröder damals Neue Mitte genannt hat, also sozusagen Facharbeiter, Bildungsaufsteiger, also sozialdemokratische Milieu, plus sozusagen Alternativbürgertum, hat keine Mehrheit in diesem Land. Ja? Da fehlt der Osten und da fehlen die Abgehängten. Und ich denke, dass es einen Prozess jetzt gibt, hoffentlich, in der SPD, dass die das verstehen, dass sie es akzeptieren. Das ist die Grundlage für alles. Ob man dann politisch auf den Punkt kommt, ist eine ganz andere Frage. Aber die fundamentale Erkenntnis muss sein, dass die SPD sich von der Illusion verabschiedet, dass die Linkspartei, dass man so lange die Augen zumacht und wenn man sie wieder aufmacht, ist die Linkspartei weg. Ja? Solange die SPD sich von dieser Illusion nicht verabschiedet, braucht man über Rot-Rot-Grün im Bund gar nicht zu reden. Aber gibt es denn wirklich dieses, also wenn ich mir das nur von den Zahlen anschaue, dann ist nicht nur Rot-Grün, das ist evident, sondern auch Rot-Rot-Grün rückläufig über die letzten, also 2005 gab es eine rechnerische Mehrheit, keine politische. 2009 gab es keine rechnerische Mehrheit, politisch hätte es auch nicht geklappt. Und 2013 gibt es eine parlamentarische, hauchdünne Mehrheit auf der Basis von weniger als 43% der Stimmen. Also ist das jetzt irgendwie nur ein Unfall oder ist dahinter möglicherweise auch ein Trend? Also gibt es eine politische und eine rechnerische Basis? Ich höre nicht auf, mich gegen diese Frage zu wehren. Ich sage mir, die Zahlen geben das her. Die SPD wird es wieder nicht machen, trotzdem nicht, klar. Ja, die können nicht über den Schatten springen. Ich teile nur deine Hoffnung nicht, Stefan. Ich weiß nicht, woher das Verständnis in der SPD kommen soll.
Ich sehe die Köpfe gar nicht dafür. Das hätte man alles längst sehen können. Ja? Die Argumente, Gründe lassen sich finden. Einmal ist es Oscar, einmal ist es die Außenpolitik, dann ist es wieder dies, dann ist es wieder jenes. Sie wollen es nicht. Und anscheinend gibt es in dieser Partei auch nicht mehr genug Leben, dass sich daran noch was ändert. Gabriel hatte als Parteichef war sehr bald eine Untersuchung in den Ortsvereinen präsentiert. Die war verheerend. Die hat nämlich gezeigt, dass die Partei an der Basis klinisch tot ist. Ja, die hat keinerlei, die Ortsvereine sind überaltert, die haben keinerlei Verbindungen mehr zur Gesellschaft, nicht mal zur Gewerkschaft, nicht mal mehr zu den örtlichen Gewerkschaften. Ja. Also ich teile deine Hoffnung nicht. Was muss geschehen? Du hast zu Recht von dem abgehängten Fünftel gesprochen. Das muss, ja, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Das ist auch nicht mein Beruf. Das gehört angesprochen, organisiert und letzten Endes, bitte um alle Zuhörenden um Entschuldigung, die Linke muss in irgendeiner Weise die SPD beerben. Gib weiter. Vielleicht kann ich da noch eine Schippe draufgeben. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Grünen gerade verhalten, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dieses sogenannte Mitte-Links-Bündnis, was es geben sollte, will zumindest für die Grünen gesprochen, im Moment gar nicht so links sein, sondern liebäugelt viel mehr mit dem, was Merkel hat. Dieses, wir müssen wieder mehr in die Mitte und es hat ja gezeigt, dass das alles ein Fehler war, wie wir das im Wahlkampf angegangen sind und so weiter. Das wird gerade bei den Grünen, versuchen gerade die Realos wieder das Ruder zu übernehmen, denen es 2005 weggenommen worden ist. Ja, und das darf man einfach nicht unterschätzen, dass da gerade massive Bewegungen im Gange sind, dass es da einen Riesenkampf gibt innerhalb dieser Partei, wo noch total ungewiss ist, ob da hinterher noch eine Partei steht, die so links war, wie sie oder so links sein wird, wie sie jetzt im Wahlkampf war. Jürgen Trittin ist innerhalb dieser Partei ein sehr linker Mensch gewesen. Da gibt es diverse andere Positionen und die haben gerade enormen Aufwind. Und da weiß ich auch nicht, wie es gehen soll, dass diese Partei, wenn sie sich weiter so entwickelt und dann noch mit der SPD, also ich sehe tatsächlich das Problem, dass diese beiden Parteien immer weniger links sind, immer mehr Mitte wollen, also das haben wollen, was aber schon Merkel besetzt. Und ich sehe da auch ein großes demokratietheoretisches Problem, weil wir brauchen eigentlich eine starke Opposition. Ich weiß nicht, ob die das hinkriegen. Die sind in sich wirklich so dermaßen zerstritten gerade oder so gelähmt. Auch die SPD ist gelähmt, die Grünen zerstreiten sich komplett. Die gesamte Riege ist zurückgetreten. Und die einzigen, die ich in der Lage sehe, gerade Oppositionsarbeit zu machen, und das ist dann die Frage, was muss jetzt geschehen, das ist die Linkspartei. Ich würd gerne einen Gedanken von Andrea Dahnbach aufgreifen. Der ist nämlich, die Linkspartei müsste die SPD beerben. Also programmatisch hat sie das ja schon. Also wenn man sich anguckt, was im Berliner Programm der SPD noch drin stand, im Grundsatzprogramm, und es mit dem Vergleich, was die Linkspartei jetzt macht, dann ist es gar nicht so weit davon entfernt. Nun ist aber eine Partei, die sich dem demokratischen Sozialismus verpflichtet fühlt, nicht dazu da, eine SPD zu simulieren, sondern sie müsste darüber hinausgehen. Da wird schon ein Problem draus. Weil wir dann tatsächlich, also da würde ich auch noch mal beharren, auch unter dem Eindruck, vielleicht mit italienischen Politikern in Verbindung gebracht zu werden. Nein, 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 ich fand es ganz, ganz reizend sogar. Das braucht eine gesellschaftliche Mehrheit. Stichwort, also Rot-Grün, war Rot-Grün eine linke Regierung? Im Großen und Ganzen nein, aber sie hat eine ganz entscheidende Sache gemacht in der Frage der Energiewende, erneuerbare Energiengesetze, hat eine Regierung etwas geschafft, was im tief unten im Räderwerk des Kapitalismus dazu beigetragen hat, dass sich was grundsätzlich ändert. Ohne diese ganze Kiste hätte Merkel ihre Pirouetten um den Atomausstieg nicht machen können und so weiter und so fort. Die Sache stand ja spitz auf Knopf. Wenn es sozusagen diese Stimmung nicht gegeben hätte, hätte es auch diesen ersten Atomausstieg bei den Grünen nicht gegeben. So, das meine ich mit gesellschaftlicher Verankerung und Mehrheit. Wenn man mehr möchte als eine Umverteilung, die bis zu dem revolutionären Punkt kommt, dass wir wieder bei Helmut Kohl sind, ja, also was so die Spitzenbesteuerung und so weiter an ist, braucht man eine gesellschaftliche Mehrheit, weil es wird Leute geben, die das nicht mitmachen wollen. Und die sind relativ stark, die haben Medien und so weiter und so fort. Das finde ich ganz wichtig. Zweiter Punkt. Wie sind die Chancen,
Rot, Rot, Grün und so weiter und so fort. Stefan hat völlig recht, dieser komische Eindruck, dass man diese ganze Debatte jetzt schon zum vierten oder fünften Mal tut und die Leute werden sich jetzt schwören, dass man sich in Arbeitsgruppen zusammensetzt und erst bei den leichten Themen anfängt und erst am Ende der Legislatur die schwierigen anpackt, die Außen- und Sicherheitspolitik und so weiter. Das wird alles wieder nicht klappen. Aus zwei Gründen. Den einen Punkt hat gerade Rönnecke genannt. Ne? Also die Hoffnung war doch vor zwei Jahren, dass die maßgeblichen Motoren eines Politikwechsels in diesem Land die Linkspartei und die Grünen sind, nicht die Linkspartei und die SPD. Also mit dieser SPD darauf zu setzen, dass eine relevante Veränderung sozialer, wirtschaftspolitischer und so weiter Grundlagen passiert ist, glaube ich. Also die Hoffnung muss man sich nicht machen. Frank-Walter Steinmeier ist 3 Minuten nach der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt worden. So, bei den Grünen, die sind jetzt da irgendwie bei 8,3%. Wir wissen gar nicht, wer da kommt. Das ist auch dann, da kommen auch noch so ein paar weiche Themen mit dazu. Es gab jetzt Gesprächskontakte, die müssen wieder neu angefangen werden, sind dieselben Leute dabei, da geht es um Vertrauen, da geht es um Kultur und so weiter und so fort. Ich glaube, der große Irrtum, den die Leute, die zu Recht sagen, hey, da gibt es doch diese Mandatsmehrheit, auch wenn sie knapp ist, wo kommt denn nun endlich jetzt der Mindestlohn, der gesetzliche und bestimmte andere Fragen? Die dürfen das zustande kommt, die Diskussion, die diese gesellschaftliche Mehrheit hervorbringen, lässt nicht diesen drei Parteien überlassen. Das wäre fatal. Das haben wir jetzt 3-mal gemacht. Es ist jetzt ein bisschen polemisch, aber eigentlich müsste man es jetzt möglicherweise selber machen. Naja, gesellschaftliche Mehrheit. Also ich mag das Wort einfach nicht. Sie sollten mal bei unserer Kanzlerin, bei meiner Kanzlerin in die Lehre gehen. Die hat nach Fukushima mit dieser CDU mal eben eine Kehrtwende komplett vollzogen. Ja? Und zu meiner Überraschung und nicht zu... Wie bitte? Also in ihrer Klientel war die so klar nicht. Ja? Und es gab aber am Ende dann nur ein paar Ingenieure aus dem atomkraftnahen Lager, die ein bisschen rumgemosert haben. Und das war es dann auch. Also ich denke, mindestens den Versuch zu wagen, mal zu gucken, ob es diese gesellschaftliche Mehrheit vielleicht doch gibt, ob man sie nur nicht gelesen hat, ja, den würde ich doch mal wagen. Und dann muss ich wirklich sagen, es ist ein Jammer, dass Hans-Jochen Vogel nichts mehr zu sagen hat. Der hat immer schon gesagt, Demokratie sind Verfahren. Ja, und in Klammern kann man auch sagen, auch Zahlen. Man guckt sich am Wahlabend das Ergebnis an. Also die Sache mit der gesellschaftlichen Mehrheit, das ist ein Stichwort, ein Etikett, das man immer aufkleben kann, wenn man Angst hat, was zu machen. Noch eine kleine Bemerkung zu den überalterten Ortsvereinen in der SPD und dem Plan, die SPD zu übernehmen. Also wenn ich mich nicht alles täusche, gibt es noch eine andere Partei mit überalterten Ortsvereinen. Ich glaube, der zweite Punkt ist, ich wäre nicht so ganz anspruchsvoll mit dem Projekt für Rot-Rot-Grün. Also ich finde, da muss man nicht sich immer so irgendwie die Stirn entfalten und so und man weiß nicht so genau. Es ist doch eigentlich, liegt es doch auf dem Tisch. Also ich meine, wir haben irgendwie die Mindestlohngeschichte, wir haben Mietpreisbremse, wir haben bestimmte sozialpolitische Forderungen, für die es in der Gesellschaft eine Mehrheit gibt, teilweise sogar bis in die Union rein für den Mindestlohn. Dazu kommt Bürgerversicherung, das sind dann irgendwie en Detail unheimlich komplizierte Veranstaltungen, aber alle mit der Richtung sozusagen den gesellschaftlichen Zusammenhang, diese Spaltung in Arm und Reich, ja, zurückzufahren. Das ist das Ziel und da, ich finde, man muss nicht irgendwie immer so verzagt sein und sagen, naja, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was es sein soll. Man kann es relativ konkret benennen, man kann auch benennen, wem es nutzt. Noch ein Punkt zu Toms Skepsis, was sozusagen in den nächsten 4 Jahren passieren wird und dann treffen sich diese Oslo-Leute wieder und das ist irgendwann auch ganz nett und dann trinken die Bier und sind sich irgendwie einig. Das ist und gibt's, kommt noch mehr. Und ich glaube, das ist das Wichtigste ist die Erfahrung. Welche Erfahrung macht eine Organisation? Und da ist der springende Punkt Regierung.
Wenn sozusagen zum Beispiel in Hessen, im Westen, das ist bis jetzt immer gescheitert, in Hessen scheint es auch wieder zu scheitern, oder meinetwegen in Kommunen, gibt es ja, Lübeck, Duisburg, Lübeck gab es, diese drei Parteien die Erfahrung machen, dass sie zusammen ein oder zwei Projekte umsetzen können, dass die eigene Klientel das nicht bestraft, das Regieren, ja, dann ist das eine Erfahrung, die diese Organisationen machen, dass das eine Sache ist, die sich für sie rentiert. Und ich finde, das spielt wesentlich auf so einer profanen Ebene von sozusagen Erfahrungen, die Organisationen machen. Und ich glaube, das ist der Weg, um diese Blockade, die es da gibt, aufzulösen. Eine andere sehe ich nicht. Ich glaube, es ist ein Fehler, Stefan, nicht anspruchsvoll zu sein, was so ein Projekt angeht. Also zumindest aus einer bestimmten Perspektive. Wenn die Linkspartei der Meinung wäre, ein rot-rot-grünes Projekt mit Mindestlohn, Strompreisbremse, Bürgerversicherung ist schwierig, aber da finden wir eine Variante. Und die Polizisten in Afghanistan dürfen nur noch zweimal in der Woche auf Streife gehen und nicht mehr dreimal oder so. Ja. Dann hätte sie ja ihre Funktion, die du gerade beschrieben hast, verfehlt. Denn die liegt ja darin, sozusagen Avantgarde oder zumindest politischer Ausdruck eines Wunsches, einer Option deutlicher, viel weitergehender gesellschaftlicher Veränderungen zu sein. Also wir müssen uns dann unterhalten, was ist eigentlich eine Linksregierung? Ja. So, man könnte einen Satz sagen. Eine Linksregierung ist zumindest dann annäherungsweise eine, wenn sie die Voraussetzung für zukünftige gesellschaftliche Veränderungen verbessert. Da sind wir bei Themen wie Demokratisierung, bei der Frage, wie holt man Leute in politische Prozesse wieder zurück, ohne jetzt ihnen mit einem Schild vorherzugehen und zu sagen, wir machen Politik für euch, darum geht es nicht, um uns selber müssen wir uns selber kümmern, ja, um diesen alten Spruch nochmal zu sagen. Insofern ist die Linkspartei gut beraten, natürlich, und da braucht sie unglaublich viel dialektische Gelassenheit, die sie in den vergangenen Jahren nicht besonders häufig an den Tag gelegt hat. Sie muss es aushalten, sie muss sozusagen die Spannung aushalten zwischen der Möglichkeit, jetzt etwas zu erreichen, und natürlich sind 8,50 Euro gesetzlicher Mindestlohn besser als gar keiner. Und sie muss es aber verbinden mit der unbedingten Forderung, dass nur dann man so weit mitmachen kann, wenn mehr dabei rauskommt als dieser gesetzliche Mindestlohn. Denn die gesetzlichen Mindestlohn würden tatsächlich auch Merkel und die SPD in einer großen Koalition machen. Und da bin ich bei dem zweiten Punkt. Deswegen sind meine, wie man sagt, Hoffnungen vielleicht geringer als deine. Entweder gibt es Neuwahlen oder Merkel wird entweder mit den Grünen oder mit der SPD im Bund regieren. Das verändert die Voraussetzung für diesen Annäherungsprozess zwischen diesen drei Parteien gravierend. Wir hatten das, du kannst, glaube ich, viel darauf verwetten, dass es nicht stattfinden wird, wenn eine von diesen Parteien in der Regierung ist, denn dann reden die nicht miteinander. Dann ist die politische Kommunikation im Konfliktmodus und dann gibt es keine Annäherung. Deswegen bin ich da skeptischer. Im Prinzip kein Widerspruch. Klar kann man, ich würde das nur nicht koppeln, Tom. Also ich würde nicht sagen, wenn wir nicht eine Vision haben, was darüber hinausgeht, was sozusagen systemsprengend ist, ja, ohne das läuft es nicht. Also mich interessiert mich nicht so für systemsprengende Fragen, sondern mehr, was wirklich auf eine konkrete Art und Weise ein Projekt für so eine rot-rot-grüne Regierung sein könnte. Und ich finde, da gibt es eine Menge Baustellen, bei denen man, auf denen man arbeiten kann. Was deine Prognose angeht, wenn die Große Koalition, das wird es ja wahrscheinlich, kommt, ist es natürlich erstmal Funkstille mit Linkspartei und SPD. Und da denke ich, wäre es Aufgabe der Linkspartei, zwar eine entschiedene Opposition zu machen, aber nicht in diese Regression zu verfallen, in die sie 2009 verfallen ist. Also immer weiter so zu tun, als würde im Grunde genommen, hätte man es noch immer sozusagen mit dieser Hartz-IV-SPD zu tun. Und die frontal anzugehen, das glaube ich, wäre ein Fehler. Ich habe bei diesen Talkshows eine gesehen, da habe ich echt gedacht, das ist irgendwie 5 Jahre zurück. Das war Jauch mit Sarah Wagenknecht und Sigmar Gabriel, die sich irgendwie da angefeindet haben, als wäre es 2006, ja, oder als könnte man Hartz IV noch kippen oder so, ja, und zwar komplett nur über solche Themen, ja. Und ich denke, es ist umso wichtiger, weil das sozusagen auf der Bundesebene in der Tat schwierig wird, mit einer Linkspartei in der Opposition, auch noch eine sehr kleine Opposition mit den Grünen zusammen mit 17%, ist ja wirklich ein Problem, so eine kleine
falls es eine große Koalition gibt, ein wirkliches auch ein Problem für die Demokratie. Dass es umso wichtiger ist, dass es in Hessen eine Möglichkeitsräume gibt oder in Ländern Möglichkeitsräume gibt, um auszuprobieren für die Parteien, geht die Sache oder geht sie nicht? Ich bin sowieso fest davon überzeugt, dass es völlig ausgeschlossen ist 2017, dass es irgendwie eine rot-rot-grüne Regierung oder 2021 oder 2100, wenn es nicht vorher in irgendeinem Bundesland einen einigermaßen funktionierenden Probelauf gegeben hat, weil das Risiko einfach zu groß ist. Und ich denke, diese praktischen Erwägungen spielen schon irgendwie eine Rolle. Gibt es dann im Laufe der nächsten Legislaturperiode unter den Umständen der Großen Koalition, dann also wieder einen Schritt weit Entfremdung, irgendwo anders, es ist jetzt angesprochen worden, irgendwo müsste es einen Testlauf geben oder sollte sich sozusagen eine politische Diskussion mal ganz davon entfernen? Ich darf daran erinnern, dass wir vor anderthalb, zwei Jahren eine völlig andere Diskussion hatten, scheinbar unaufhaltsame Piraten, Linkspartei in der Krise, Grüne auf dem Weg zur 20%-Partei, also Dinge ändern sich ja schnell. Also lohnt es sich überhaupt sozusagen, diese Debatte über Regierungsbeteiligung an der Stelle zu führen oder geht man eher ran nach dem Motto, irgendwann wird es kommen und ansonsten hat man eh keinen Einfluss darauf? Naja, unbedingt lohnt es sich, die Debatte zu führen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, den Andrea Dernbach genannt hat, dass es gut wäre, wenn sich Dinge verändern. Mir geht es ja auch gar nicht, weil du jetzt über den Systembruch gesprochen. Es geht jetzt gar nicht darum, dass eine Linksregierung erst dann eine wäre, wenn in jeder Straße Waffenausgabestellen, für die dann irgendwie in zwei Wochen stattfindet, Revolution stattfindet. Es geht um ganz einfache Dinge. Ich will mal ein Beispiel nennen. Bei mir im Oderbruch wohnen sehr wenig Menschen. Man kann also alle Prozesse, die Gesellschaft so in 10, 20, 50 Jahren auf ganz, ganz große Herausforderungen stellen wird, kann man da sehen. So, und da, der Oderbruch gehört zum Brandenburg, das Oderbruch. Und man hätte zum Beispiel sich wünschen können, dass eine rot-rote Regierung in Brandenburg ein paar Projekte von der SPD sich sozusagen abverhandelt, in denen sichtbar wird, dass mehr drin ist, als in den 4 Jahren, in denen man eine Koalition bildet. Ja, natürlich muss man eine Polizeireform machen und verschiedene andere Sachen und so weiter. So, und da geht es nicht um Waffenausgabestellen. Da geht es darum, dass man sich zum Beispiel überlegt, da gibt es ganz viel Windenergie, da gibt es ganz viel Erwerbslose, da gibt es ganz viel weite Strecken, die durch den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr zu realisieren sind. Da gibt es vor Probleme gestellte Schulen, die dort von irgendeinem Essenslieferanten aus Nordrhein-Westfalen beliefert werden, anstatt auf die Möglichkeiten des ökologischen Landbaus in der Region und so weiter und so fort. Netzwerke, das Gemeinhafte, ja, Commons irgendwie in eine politischen, also zu politisieren und dann auch Anlässe zu schaffen, die den Leuten die Möglichkeit geben zu sehen, okay, eine rot-rote Koalition ist nicht nur der Vollzug von parlamentarischen Mehrheiten unter den Bedingungen der Verwaltung des Bestehenden, wir machen alles besser, nichts anders oder wie auch immer der Schröder-Spruch war, sondern darüber hinaus. Das ist aber nicht passiert. Anderes Beispiel, in Berlin, öffentlicher Beschäftigungssektor, tolles Wort, stellt man sich ja wunderbar schöne Sachen drunter vor, natürlich nicht, also es ist auch eine Frage, wie linke Politik verkauft wird, wie sie übersetzt wird. Also man sollte niemals sowas öffentlicher Beschäftigungssektor nennen, weil da habe ich Angst, dass ich da eingewiesen werde. Das war aber eine ganz gute Sache. So, und als dann die neue Koalition war, sind ein Haufen Frauenprojekte, Bibliotheksprojekte und so weiter weg, kaputt gegangen. Es hat niemand demonstriert. Also, und das ist das Problem. Eine rot-rote oder eine linke Regierung muss sich daran messen lassen, dass sie Dinge tut. Einstiegsprojekte nennt es die Stiftung oder sie hat auch Wörter dafür, wo man auch mal überlegen müsste, ob diese besonders anziehend sind. Eine sozial-ökologische Transformation zum Beispiel. Wenn es aber diese Projekte nicht gibt, dann haben wir ein Problem, weil, da bin ich wieder bei diesem Begriff gesellschaftliche Mehrheit, vielleicht haben wir da auch eine andere Begriffsidee von, weil es sonst nicht tatsächlich die Möglichkeit gibt, immer mehr Leute für eine solche Veränderungsdynamik zu begeistern. Und das ist sozusagen ein Problem.
Da schließe ich sehr gerne an. Sie haben Commons gesagt und das ist ja nur eins der Konzepte, die wirklich zukunftsweisend sind. Das ist auch etwas, was ich in diesem Voss-Kinder-Blog sehr gerne tue, dass ich eben gucke, was kann man eigentlich, also so eine Commons-Idee ist teilweise zum Beispiel auch schon im Osten angelegt gewesen vor der Wende. Natürlich ist es komplett schiefgegangen und so weiter und so fort, aber anstatt herzugehen und zu gucken, was hat damals vielleicht ganz gut funktioniert, was war vielleicht ein guter Ansatz, ist nur blöd umgesetzt worden, ist das ja komplett verteufelt worden und kann bis heute scheinbar nicht angefasst werden. Also ich komme da wieder zurück auf meine These, dass das Wort Sozialismus ein Schimpfwort ist. Hier ist das nicht so, aber im Rest des Landes ist das leider so. Und da habe ich immer den Eindruck, dass das nicht von der großen Politik erwartet werden kann. Nach dieser Wahl hat sich dieser Eindruck für mich auch verfestigt. Ich habe keine Hoffnung auf die Politik, dass irgendwelche Projekte angepackt werden. Auf Bundesebene schon gar nicht, auf Landesebene immer schwieriger und die Kommunen haben in der Regel seltenes Geld dafür. Also wenn, dann werden irgendwelche Projekte meistens durch Menschen gestartet, die sich zusammenschließen, die irgendwelche Genossenschaften gründen, die irgendwelche anderen Sachen machen und die das dann auf die Beine stellen. Und das muss man, glaube ich, also oder das darf man nicht unterschätzen. Und da müsste man dann so, sozusagen, das können Stiftungen zum Beispiel machen, Verstärker sein. Also zeigen, guck mal, die machen das hier so und so. Die haben eine Genossenschaft gegründet, wo sie sich die Güter teilen, wo sie zum Beispiel in Berlin gibt es jetzt auch eine Genossenschaft, die das Stromnetz zurückkaufen will. Solche Sachen kommen aus der Bevölkerung und das ist meine Hoffnung momentan. Politik. Ich fand es auch wirklich noch nie so schwer zu wählen wie dieses Jahr. Also ich fand es wirklich ganz schwierig zu entscheiden, wen wähle ich denn jetzt? Ich fand alles nicht sonderlich attraktiv. Ich fand, also attraktiv ist schon fast zu viel erwartet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass eine Chance darauf besteht, dass sich irgendetwas ändert, egal was ich wähle. Und das ist tatsächlich auch so gekommen. Dieses Land hat eine Politik gewählt, die verwaltet mit den Methoden von vorgestern, anstatt zu gucken, was ist eigentlich morgen und wo wollen wir eigentlich mit dieser Gesellschaft hin. Das macht diese Frau Merkel zwar immer dann, wenn solche Dinge passieren wie Fukushima und natürlich überhaupt nicht mehr überhörbar ist, dass es Stimmen gibt, die etwas anderes wollen. Aber diese Stimmen gab es ja immer schon, nur muss der Karren eben immer erst an die Wand fahren, bis dann wirklich was passiert. Und das ist für mich keine Option. Also lieber gucken, wo könnten diese kleinen Räume für Utopien sein, die man real leben kann in dieser Republik. Für mich ist der Osten da ideal für geeignet, weil tatsächlich immer mehr Menschen dort abwandern. Es gibt dort Raum, dort ein Grundstück zu kaufen, ist unglaublich günstig, das kann sich fast jeder leisten. Also man müsste echt überlegen, wie können wir vielleicht auch diese Krise, die dort ist, nutzen, um Dinge aufzubauen, die im Westen gar nicht möglich sind. Das ist so mein Plädoyer als Wostkind. Ich stimme Ihnen völlig zu. Es muss was von unten kommen, ja. Und unsere Erwartungen sind vielleicht zu groß, aber es gibt doch ein paar Dinge, und das sind nicht wenige, die gehen halt nur auf nationaler oder supranationaler Ebene. Also, und ich muss auch jetzt mal wieder für meine Kanzlerin eine Lanze brechen. Fukushima war keine Kleinigkeit. Also, da kann man natürlich sagen, das war doch praktisch, also wie der Sozialismus, der ist in seinem Lauf nicht aufzuhalten. Nach Fukushima musste man abschalten. Wer hat denn abgeschaltet? Noch nicht mal die Japaner haben abgeschaltet. Und Merkel sah in der Situation den Punkt und hat gesagt, das machen wir jetzt einfach. Und es hat funktioniert. Ja? Jetzt ging es natürlich an die Ausgestaltung der Energiewende und da werden wir wahrscheinlich stecken bleiben. Aber da würde ich auch sagen, nicht zu sehr das nicht verachten. Ja? Da ist was passiert und konnte nur auf dieser Ebene passieren. Und insofern würde ich sagen, lohnt sich natürlich darüber zu reden, wo wir, ja, was im Bund passiert, was im Land passiert. Noch mehr im Bund, ja. Aber ich weiß aber nicht, war das die Frage beantwortet? Ging zumindest näher. Ich würde zwei Dinge vielleicht sozusagen bei dieser Koalitionsfrage, die wir dann vielleicht auch sozusagen abschließen. Wir haben ja jetzt sozusagen dann auch ein bisschen so einen konkreteren Projektbezug gehabt. Ich habe für die Stiftung nochmal gehört, womit sie sich
teilweise auch schon beschäftigt, aber noch mehr beschäftigen könnte. Und an der Wortwahl, ja, da hat Tom Strohschneider recht, das ist zuweilen noch verbesserungsfähig bei uns, aber die Absichten, die dahinter stecken, sind natürlich wie immer löblich. Ich will zwei Dinge aus dieser Koalitionsdebatte vielleicht als ein klein bisschen Tröstliches mitnehmen. Das eine nicht unbedingt, weil es dann doch zeigt, dass es an Akteuren hängt. Es hat meines Wissens in der Geschichte der Bundesrepublik eine Situation gegeben, wo bei einer unklaren Mehrheitssituation und einer nicht geklärten gesellschaftlichen Akzeptanz ein Reformprojekt umgesetzt wurde. Das war der Wahlabend 1969, wo nicht klar war, dass wirklich alles von vornherein auf sozialliberal hinauslief. Da waren viele Risiken drin, die NPD wäre fast in den Bundestag gekommen, etc. Da hat es funktioniert. Ansonsten tröstet mich etwas, was ich mal 2005 in Finnland gehört habe, unmittelbar vor der Bundestagswahl, wo ich ein bisschen was erzählen sollte über die Linke und auch Regierung kam. Und ich sagte, es ist zu früh und das klappt noch nicht. Und was wir jetzt alles gehört haben und mir geantwortet wurde, it's always too early, es ist immer zu früh. Und vielleicht liegt darin dann auch sozusagen eine gewisse Chance, dass dann manchmal, wenn die jetzt geschilderten sozusagen von unten kommenden Impulse kommen, dann auch andere Situationen sehr schnell eintreten können. Ansonsten wäre mein Eindruck bis hierhin, dass sozusagen das eine relativ verfahrene Geschichte ist, was parlamentarische Mehrheiten in nächster Zeit anbelangt, vielleicht mit irgendeinem Bundesland, wo so ein Testlauf kommt, aber doch mit großen Fragezeichen. Okay, dann wage ich einfach mal was. Also ich habe kein Patentrezept, aber es gab eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, also der Konkurrenz, die mal untersucht hat, was eigentlich für die Wähler entscheidend ist, wenn sie wählen. Und kam heraus, dass es nicht die rationale Politik ist, die gemacht wird, sondern dass es viel mehr auf Gefühle gesetzt wird. Also so ein bisschen Bauchentscheidung und was wird für ein Gefühl vermittelt. Ich glaube, Merkel hat da wirklich grandios gezeigt, wie das geht. Also sie hat das offensichtlich sehr ernst genommen. Bei den Grünen, die haben das auch versucht, das ist aber so ein bisschen in die Hose gegangen, war mein Eindruck. Und die FDP hat das zum Beispiel überhaupt nicht hinbekommen. Also die hat einen sehr, fand ich, sehr kalten Wahlkampf gemacht, war aber auch einfach gar nicht präsent. Und die Forderungen wirken in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, überhaupt nicht bei den Menschen. Und ich glaube, die Linkspartei hat tatsächlich die Aufgabe, bei den Menschen zu sein. Also wirklich ein bisschen mehr zu zeigen. Ich fand diese ganze Kampagne der Linkspartei sehr eckig, sehr, sehr parolig. Und sicher sind die Forderungen, die bei der Linkspartei wie bei keiner anderen Partei klar im Vordergrund standen, alle richtig. Aber vielleicht hätte es doch ein bisschen mehr so ein Grundgefühl, was wollen wir für eine Gesellschaft vermitteln sollen. Ne? Also ein Ansatz war, 100% sozial zu sagen, aber auch da wieder dieses 100% und vielleicht doch umschwenken, ein Stück weit zumindest Menschen abbilden, also nicht nur Parolen, sondern auch Menschen abbilden. Das ist jetzt nur eine Idee, aber vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Tja. Also ich glaube, man kommt der Antwort dann ein bisschen näher auf die Spur, wenn man sich anguckt, warum sie eben nicht besser geworden ist oder schlechter geworden ist. Es gibt ja eine ganze Reihe von Gründen, einige davon wird man nicht verändern können. Dass es natürlich so etwas wie einen demografischen Faktor im Osten gibt, ist richtig. Es gibt so etwas wie einen Parteiaufbau-Euphorie-Erschöpfungsfaktor im Westen. Da sind eine ganze Reihe von Leuten in den Jahren ab 2005 zu einer Partei gegangen, haben sie gewählt, die erfolgreich war, die was Neues war, die auch, glaube ich, eine gute Folie für Protestwähler war. Eine Partei, die allerdings sozusagen auf dem Sprung zur Etablierung ist, das meine ich jetzt gar nicht inhaltlich, sondern einfach de facto, ist natürlich für Protestwähler auch nicht mehr so interessant. Da kommt man vielleicht irgendwann dann auf die Spur der Abgänge so im Bereich von 800.000 Zweitstimmen an die Nichtwähler und an die AfD. Hat vielleicht auch damit was zu tun. Ich glaube, dass Menschen, das sehe ich ganz genauso, ne, nicht aus politikwissenschaftlichen Seminaren heraus ihre Wahlentscheidung treffen, sondern auch aus Gefühl, aus Alltag, aus Kultur, aus Gespräch mit Nachbarn. Aber ich glaube, dass ein relativ großer Teil der Wähler es doch macht, weil sie erwarten, dass sich Dinge ändern. Und wenn eine Partei, ob sie daran nun und inwiefern selbst schuld ist oder ob man die SPD und ihre Blockadepolitik was gemeinsame Veränderungsprozesse angeht, dafür in Haftung nimmt, ist dabei ganz egal. Aber
Die Linkspartei ist mit einer ganzen Reihe von wir wollen dies und jenes ändern, immer in die Wahlkämpfe oder überhaupt in ihr Profil gegangen. Und es ist ihr nicht gelungen, den Punkt zu erreichen, wo sie liefern konnte. Das ist jetzt gar kein Vorwurf an die Partei notwendigerweise. Es hat zum Teil einfach was mit den Bedingungen zu tun. Es gibt im Übrigen jetzt hier, kleiner Werbeblock, interessante Untersuchungen aus dem Hause Rosa-Luxemburg-Stiftung über die Frage, wie sich das Wahlverhalten in Hamburg zum Beispiel verändert hat, wo die Fraktion eine ruhige, über die eigenen Parteigrenzen hinaus geschätzte Arbeit in der Bürgerschaft macht. Und da gehen die Leute halt nach einer Weile weg, weil sie sagen, okay, also ihr habt uns versprochen, hier dies, das und das. Es ist für eine Partei, die erfolgreich ist in dem bundespolitischen Modus, auf Landesebene noch mal schwerer, weil wer sagt, Harz muss weg und dann der kann, also auf einer Ebene einer Landesregierung kann man dann irgendwas machen mit diesen Wohnkosten, blabla, Pauschalen und so weiter, aber viel mehr nicht. Ich glaube, da gibt es auch eine Enttäuschung. Also das, glaube generell für Parteien mit einem relativ großen, weitgehenden Veränderungshorizont immer schwierig, sich sowas wie ein Stammwählerpotenzial, was aufwachsend ist, irgendwie zu besorgen. Und da bin ich ganz bei Katrin Rönnecke. Das wird nicht im Wahlkampf gemacht. Also sozusagen eine Linkspartei kann Wahlen nicht im Wahlkampf gewinnen, sondern die gewinnt die in den 4 Jahren dazwischen. Und auch wenn innerhalb der Linkspartei das mitunter Anlass zu kontroversen Diskussionen ist, kann man aber darauf verweisen, die PDS ist in den 90er Jahren im Osten als Kümmererpartei teilweise belächelt worden, aber genau dieses Kümmern, ein Lokal in der Straße zu haben, wo man den Leuten die Hilfe beim Erstantrag einer Westrente oder so macht, hat der Partei dort eine Basis verschafft, die lang anhaltend ist. Ich glaube, es ist ein viel größeres Moment als die Tatsache, dass nun viele von denen vielleicht auch vor 1989 dann andere Parteien gefaltet haben, sagen wir mal so. Also ich glaube auch, kümmern, ja, und sonst ein bisschen cooler werden, also am Image was machen. Ich glaube, dass es der Linken schon ganz gut gelungen ist, im Gegensatz zum Beispiel, also glatter Ausfall, die SPD weiblicher zu werden. Das stellt sich dar, ja. Da können Sie auch einen Punkt mehr, da hat die CDU hat eine Kanzlerin und ich glaube, das hat eine Rolle gespielt. Die SPD hat komplett versagt, aber die Linke sieht jetzt auf der Image-Ebene immer noch ein bisschen Honecker-beige aus, ja. Das können Sie ändern und ich finde auch die Plakate, auch wenn das völlig stimmt, was Sie sagen, Herr Strohschneider, dass man das nicht mit Plakaten gewinnt, aber die waren oberlahm und das hatten sie schon mal witziger. Ich kann mich an das Plakat von Gysi erinnern, vor vielen Jahren, wählen Sie doch einfach Linke, es sieht ja keiner. Also dieser Witz, dieses bisschen cool, ein bisschen toll, das fehlt. Vielleicht hat es die Seele der Partei nicht, aber dann sollte es vielleicht wenigstens so tun. Ich gebe weiter. Ja, die Frage war, wie kann die Linkspartei ihre Akzeptanz verbessern? Ich bin einer der wenigen Menschen wahrscheinlich, die regelmäßig Wahlprogramme und Grundsatzprogramme der Linkspartei lesen, qua Profession. Und wenn man das macht, also 2009 war, glaube ich, am schlimmsten. Also wenn man da die Präambel liest, dann muss man sich wirklich irgendwie vorher einen Schnaps holen danach. Weil wenn man das ernst nimmt, was da drin steht, die Gesellschaft, die da geschildert wird, ja, das ist eine, die erinnert einen so an Belgien 1900, wo gerade die Kinderarbeit abgeschafft wurde. Ja. Also das ist wirklich ein Schreckensgemälde, alles wird immer schlimmer, es ist grauenhaft, man kann, also es ist wirklich ein Hort des Elends. Ja. Und in dieser Gesellschaft lebt man selbst. Ja. Man muss sagen, dass ich die, und diese Message, ja, diese Message des sozusagen Katastrophistischen, ja, gleichzeitig oft noch gepaart mit so einer Attitüde des, wir wissen es besser übrigens, ja, ihr werdet jetzt nie erleben, wie es wäre, aber wir wissen es besser, ja, das ist, glaube ich, was nicht geeignet ist, die Akzeptanz der Linkspartei zu verbessern. Wobei man dazu sagen muss, finde ich, dass es bei dem Wahlprogramm 2013 eine andere Anmutung hatte. Also das ist gewissermaßen, das Problem ist zwar nicht gelöst, aber es ist offenbar wahrgenommen worden. Nehmen wir mal an, es gäbe Rot-Rot-Grün, dann würden Sie alle ein paar Tage lang darüber schreiben, wie schön das alles ist, dass es zustande gekommen ist. Es würde sich irgendwie
auch ein gewisses Interesse daran entwickeln, wie die mit einzelnen Ministerien so arbeiten, welche Performance sie hinlegen und wer da wie was kann und welchen Stil bringt. Das würde der gesetzliche Mindestlohn eingeführt werden, noch das ein oder andere von den Wahlplakaten, was nicht so schwierig ist, würde in den ersten 100 Tagen vielleicht angegangen und umgesetzt werden. Und dann würde man fragen, ja und dann, wohin will eigentlich diese Koalition mit dieser Gesellschaft? Haben die irgendwie eine Vorstellung davon, wohin es gehen soll? Außer, dass sie ein paar Mängel beseitigen wollen, so, also sozusagen Systemfehler, wo das Ganze hakt, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Also wo ist die Perspektive für ein bisschen mehr als so diesen Reparaturbetrieb an diesen Hartz-IV-Reformen vorzunehmen? Meine Wahrnehmung ist, es gibt keine entsprechende gesellschaftliche Utopie, Entwicklungsvorstellung bei Sozialdemokraten nicht, bei Grünen nicht, bei Linken nicht. Wohin diese Gesellschaft eigentlich sich entwickeln sollte, was ein Ziel wäre, wofür es sich lohnen würde, den Mut für Veränderung aufzubringen, der in der Gesellschaft nicht vorhanden ist. Und da wäre jetzt so meine Schlussfrage, gibt es eigentlich aus der Sicht von Journalisten und dem, was Sie außerhalb des politischen Feldes noch so wahrnehmen, so etwas wie ein Bedürfnis nach der Debatte um ein gesellschaftliches Ziel, für das sich der Mut lohnen würde, Rot-Rot-Grün einzugehen? Ich bin ja jetzt nicht die klassische Journalistin, sondern ich schreibe einen Blog und ich habe den großen Luxus, dass ich auch mal 17.000, 18.000 Zeichen da reinschreiben kann und mich nicht begrenzen muss, was total großartig ist, weil ich nämlich gerne so ein bisschen ausschweifender denke und wir haben es meistens in den Medien mit einer Verkürzung zu tun. Und ich komme auch eher aus der politischen Theorie und Ideengeschichte und beschäftige mich sehr viel auch damit. Und ich habe das Gefühl, dass da gerade ganz viel passiert. Aber wir sind an dem Punkt, wo die Dinge, nämlich die Zukunft und auch die Probleme, auf die wir gerade stoßen und auch die Phänomene, die gerade stattfinden, Auflösung des Nationalstaates im Sinne von globale Zwänge werden mehr und so weiter und so fort, die werden jetzt zunehmend beackert, aber eben in den Bereichen der Philosophie, in der politischen Theorie und Ideengeschichte, oder nicht nur Ideengeschichte, aber eben in diesen ganzen wissenschaftlichen Bereichen, in den Stiftungen findet ganz viel statt und die Politik hängt da natürlich, was total normal ist, auch hinterher. So dass ich gerade der Meinung bin oder auch so ein Gefühl habe von, es ist total spannend, was in den nächsten 15 Jahren passiert. Also das ist so ein bisschen die Perspektive, die man aufwerfen muss. Was passiert durch das Internet? Wir haben ein großes Thema gerade an Überwachung gehabt. Also wie wird sich das weiter auswirken, das Zusammenspiel von Ökonomie und den Möglichkeiten, die das Netz bietet, die auch die Digitalisierung, die Algorithmen bieten und so weiter und so fort. Das macht auch ganz viel mit unserem sozialen Miteinander. Das steht aber alles am Anfang und da darf man dann auch nicht zu ungeduldig sein. Da muss man sich einfach in die Debatte hineinbegeben, gucken, dass man ganz viel lernt. Also ich glaube, wir sind gerade nicht umsonst in der Informationsgesellschaft. Das ist auch sehr überfordernd, weil die Informationen werden nicht weniger, sondern extrem mehr, jeden Tag. Für jeden Menschen theoretisch, also für die jungen Menschen ist es, wenn sie sich in irgendwelchen sozialen Netzwerken befinden, teilweise schon eine totale Überforderung auch. Das passiert alles gerade gleichzeitig. Und da ist es wirklich eine Überforderung an die Politik, die ja auch dann noch ein Land vertritt, das zunehmend altert. Das darf man auch nicht vergessen. Daher auch dieser Wunsch nach Stabilität, die Stabilität bloß nicht riskieren, nichts probieren und so weiter und so fort. Ja, gucken wir auf, was ist in 15 Jahren und versuchen wir vielleicht in solchen Runden, also auch in den Stiftungen, wo viel Diskurs stattfindet, erstmal die Diskurse zu führen, die uns dann, und ob das dann der demokratische Sozialismus ist oder nicht, das würde ich jetzt noch gar nicht festlegen. Ich glaube, das ist einer der Punkte, da muss die Linke sagen, vielleicht müssen wir dieses ganze Thema erstmal debattieren. Wo wollen wir denn hin angesichts der anderen Entwicklungen? Weil demokratischer Sozialismus klingt auch nach einem Modell, was vor 20 Jahren vielleicht gepasst hätte, aber angesichts der Herausforderungen vielleicht nicht mehr. Dann kannst du das letzte Wort haben. Das wollte ich gerade dir geben als Chefredakteur. Nein. Horst Kraas will ja auf eine ganz schwierige Frage hinaus, für die man ungefähr 7 Einzelveranstaltungen braucht, um nur die Hälfte davon zu diskutieren, die große Erzählung und so weiter. Du hast ja gefragt, was man so spürt und so weiter. Nein, also ich habe diesen Eindruck nicht, dass da ein Bedürfnis da ist, nach
etwas zu schauen, es auch empathisch irgendwie in die tägliche politische Arbeit irgendwie einzubeziehen, was über diese Verwaltung des Dilemmas hinausgeht. Also ich habe dieses Gefühl nicht, ich habe interessanterweise aber das Gefühl, dass die Sehnsucht danach bei denjenigen, die wählen gehen oder die auch nicht wählen gehen, größer ist. Also die Hoffnung, dass es eine Antwort gibt, in der viele Dinge, von denen die Leute ein gutes Gespür haben, die sind ja politisch überhaupt nicht doof, dass es auch widersprüchliche Dinge gibt. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Also natürlich ist es völlig einsichtig, klug und vernünftig, Rüstungsexporte zu stoppen. So, die Lobby sagt, da sind 80.000 Leute mit beschäftigt, die haben Familien, die müssen ihre Häuser abbezahlen, da haben wir schon den ersten Widerspruch. Da haben die Leute ein ganz präzises Wissen von, weil sie da selber drin sind. So, und mal eben zu überlegen, ob man die Verlängerung der Lebensarbeitszeit doch unter irgendeinen Vorbehalt stellt, nach Prozentzahlen, unter Einbeziehung der Beamten oder nicht, ist keine Antwort auf dieses Bedürfnis nach so einer großen Lösung. Vielleicht ist es auch gefährlich, große Lösung ist richtig. Und ich bin im Übrigen auch dagegen, oder ich bin da sehr skeptisch, dass man die erst am grünen Tisch entwickeln muss und dann gewissermaßen den Leuten präsentiert, um sie um Zustimmung zu bitten. Wir werden den Weg nur beim Gehen finden. Dabei wird man hinfallen und man muss immer wieder aufstehen und man wird auch hin und wieder die Richtung wechseln müssen. Ich glaube, und so habe ich ein bisschen Katrin Ronnig jetzt verstanden, bevor wir mit großer Pose uns auf die Beantwortung der Frage, was tun, stürzen, ist immer wieder und viel nötiger, als es gerade in diesem parteipolitisch geprägten Betrieb, der ja unter Logiken sozusagen sich selbst reproduziert, die mit der Lösung von Problemen der Menschen eigentlich relativ wenig zu tun haben. Da geht es um Ressourcen, um Jobs, um Listen, Kandidaturen und Wahlergebnisse und so weiter. Dass man präziser erstmal die Frage beantwortet, was ist. So, dann kommt man nämlich an so einen Punkt, wo man dann vielleicht auch nicht ein Katastrophenszenario in ein Wahlprogramm schreibt, sondern überlegt, welche Befreiungspotenziale im Kapitalismus drin sind. Man kann sich im Zweifelsfall sogar auf Marx berufen, also man kommt sozusagen nicht mit sich selbst in Konflikt dann und so weiter. Da müsste mehr passieren. Und ich sage es nochmal, man muss, glaube ich, sich davon verabschieden, jetzt immer wieder die Forderung zu adressieren, liebe Politikerinnen und Politiker, machen Sie endlich die Dinge, die wir von Ihnen erwarten. Die Politik sind wir. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl präzise, aber ich glaube, im Bundestag sind vertreten ungefähr so, weiß ich nicht, 40% der wahlberechtigten abgegebenen Stimmen, also der wahlberechtigten Stimmen. Also ist ganz wenig. Ja. Das heißt, dieser Modus parlamentarischer Politikverarbeitung scheint ja auch so ein bisschen zurückzugehen. Und da muss man vorsichtig sein. Immerhin funktioniert es. Andere Dinge funktionieren nicht so gut, wo man viel Hoffnung reingelegt hat, Zivilgesellschaft und irgendwelche anderen Verhandlungsregularien. Aber die Lust auf was Neues, auch wenn es Widersprüche hervorbringt, das ist ganz wichtig. Und da ist dann auch immer wieder was drin. Die Geschichte macht gerne mal einen Hüpfer. Wir wissen alle nicht, was in einem Jahr passiert. Und dann treffen wir uns zur nächsten Runde, dann werden wir sehen. Ja. Ich muss, glaube ich, zum Schluss, kann man das hören? Nee. Ich muss, glaube ich, zum Schluss nochmal hier den rechten Sozialdemokraten geben. Also was große Erzählungen angeht, bin ich wirklich skeptisch. Ich finde, die Linke hat auch eine tragische und unheilvolle Geschichte mit großen Erzählungen gehabt. Von daher sollte man sowieso ein bisschen vorsichtig damit sein. Abgesehen davon bleiben wir aber immer an dem Punkt sozusagen, wo man das Fehlen feststellt. Und weiter kommt man eigentlich nicht. Ich wollte aber ganz kurz eingehen auf das, was Horst Kaas gesagt hat, dieses Szenario, was er entwickelt hat. Was wäre denn jetzt, wenn Rot-Rot-Grün regieren würde, also ne, fiktiv? Und dann im Frühjahr würden alle da sitzen und sagen, naja, Mindestlohn haben wir jetzt, was ist denn jetzt? Jetzt irgendwie alle langweilen sich und so. Weil es nicht gekoppelt ist an ein richtiges Projekt. Ich halte das für ganz falsch. Ich glaube, es gäbe doch so viele, oder es gibt so viele Punkte, Themen, bei denen es unglaublich schwierig ist, Politik durchzusetzen gegen massive Interessensgruppen. Man muss sich doch nur mal diese Steuerproblematik angucken. Wenn man nur sozusagen das, was die SPD will,
ja, versuchen würde, in Regierungspolitik zu übersetzen, ja, oder was die Grünen wollen, kriegt man es mit einem mit massiven Widerstand von Seiten des BDI, der Springerpresse, bla 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 und so weiter, hat man es dann zu tun. Ähnliches Problem bei Rüstungsexporten. Ganz zu schweigen von Europolitik. Wenn man von dem Kurs, den Merkel eingeschlagen hat, nur ein Stück weit weg will, zum Beispiel Eurobonds, dann hat man ein derartig kompliziertes, fast unlösbares Problem in Deutschland, eine Mehrheit, eine gesellschaftliche Mehrheit, nur eine Akzeptanz herzustellen für Eurobonds, dass ich mir also darüber, dass eine rot-rot-grüne Regierung irgendwie nichts zu tun hätte, am allerwenigsten Gedanken machen würde. Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss. Wir gehen nur davon aus, sie hätte genug zu tun, aber es wird sie nicht geben in nächster Zeit. Genau, das war eine dieser schönen Steinbrück-Sätze, die sich ja auch sehr eingebrannt haben. Wir müssen also davon ausgehen, oder einige würden vielleicht sagen, es ist positiv, dass es nicht dazu kommt, dass das kurzfristig nicht auf der Agenda steht. Wir haben in der Tat, glaube ich, nicht nur wegen der Europawahlen, sondern auch wegen tatsächlich der Frage, wie sich das europäische Krisenszenario entwickelt, wie stabil die jetzige scheinbare Beruhigung ist. Das, glaube ich, wird ein Aufhänger sein, wo man die nächsten Ausschläge beobachten kann. Nicht zuletzt auch die Frage, ob die AfD jetzt wirklich nur ein günstiges Zeitfenster hatte oder ob sie einen Platz auffüllt, von dem viele, glaube ich, im medialen und analytischen Bereich sagen, der war schon lange unbesetzt, es hat nur keiner geschafft, ihn bundesweit zu füllen. Also das wäre sozusagen auch eine Aufgabe für uns, das weiter zu beobachten. Wir haben, würde ich sagen, auch als Rosa-Luxemburg-Stiftung sicherlich die Aufgabe, auch so etwas wie Suchprozesse, nicht fertige Antworten, die großen Lösungen des Sozialismus und Kommunismus im 20. Jahrhundert hatten ihre Fallstricke, aber der Suchbegriff, der Such nach etwas, was über das Tagesgeschäft hinausgeht, ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe, wenn man längerfristig über sowas wie Rot-Rot-Grün reden will. Und ich glaube, wir beide haben die Aufgabe, das Thema Merkel, ist sie die moderne Weiterentwicklerin von Adenauer und Kohl? Und übrigens auch die Frage, was kommen wird, wann werden Journalistinnen und Journalisten, Sie haben jetzt gesagt, sie wird gar nicht so positiv beschrieben, hier wurde es anders dargestellt, aber wann wird der Punkt kommen, und der kommt definitiv, wo das Gegenteil, das Abschreiben, jetzt haben wir sie aber genug, jetzt ist sie so lange da, wie Adenauer und Kohl einsetzt, wir können wetten, wann dieser Zeitpunkt ist, aber er wird kommen. Also wir beide nehmen uns vor, sozusagen das Phänomen Merkel als moderne Medienkanzlerin, wo wir nicht wissen, wofür sie steht, aufzugreifen. Ich bedanke mich bei allen vier Diskutantinnen und Diskutanten, bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen, darf sagen, dass wir noch die Gelegenheit haben, ein klein bisschen anzustoßen, wenn das gewünscht ist. Ob nun zum Wahlergebnis der Linken oder zu was auch immer, sei dahingestellt, und wünsche allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.